Das ist die Höhle des heiligen Thomas. Das Evangelium nach Johannes spricht über den heiligen Thomas: Lege deine Hand in meine Seite und deine Finger in meine Hände. Sei gläubig und nicht ungläubig. Die Juden in dieser Gegend änderten den Namen in Mangasch, nachdem der heilige Thomas in diesem Dorf das Evangelium verkündet hat. Mangasch bedeutet auf Aramäisch der Berührte. Wer berührte? Der heilige Thomas. Es ist wenig bekannt, dass der heutige notleidende Irak ein herausragendes biblisches Erbe besitzt. Die Apostel Thomas und Thaddäus brachten im ersten Jahrhundert in Assyrien das Christentum. Als sich der Glaube verbreitete, wuchsen in der mesopotamischen Tiefebene tausende Kirchen und Klöster. Im 5. Jahrhundert, als theologische Fragen die junge Kirche in Ost und West spalteten, reisten syrischsprachige Missionare entlang der Handelsrouten bis in den fernen Osten nach Indien und China, um dort das Evangelium zu bringen. Der Irak war auch Heimat des jüdischen Glaubens. In Al-Kosch wurden die Überreste des alttestamentlichen Propheten Nahum von den Einwohnern der Stadt gehütet. Bis 1948 kamen jüdische Pilger aus Jerusalem, um die Städte zu besuchen. Hoch über Al-Kosch erhebt sich das Kloster des Rabban Hormizd, ein Zeugnis für das christliche Erbe des Irak. Der Mönch Hormizd gründete das Kloster 640 vor Christus. In seiner Blütezeit beherbergte es fast 500 Mönche. Die Zellen wurden an nahezu unzugänglichen Stellen aus dem Felsen gehauen. Das Kloster ist ein wichtiger Ort für die chaldäische Kirche. Nach der muslimischen Eroberung von Persien und Byzanz im 7. Jahrhundert spielten viele Christen als Doktoren und Gelehrte eine wichtige Rolle. Eine der herausragenden Figuren in der aufstrebenden muslimischen Welt war Timotheus I., der Patriarch der Ostkirche. Er mischte sich oft unter die Gelehrten am Hof des Kalifen und half mit, die Bibliothek des berühmten Hauses der Weisheit in Bagdad zu füllen, mit Übersetzungen medizinischer und wissenschaftlicher Schriften, als auch mit Übersetzungen von Aristoteles und anderen antiken Gelehrten. Als mongolische Horden im 13. Jahrhundert das Gebiet verwüsteten, hatten die Christen darunter zu leiden. Es wurde zu ihrem Kreuzweg. Die Verfolgung und regelrechte Massaker wurden häufiger und in den folgenden Jahrhunderten wurde unter einem dominanten Islam aus dieser frühen Gemeinschaft zunehmend eine Minderheit. Nimmt man eine Handvoll Erde, dann riecht man förmlich das Blut unserer Gläubigen. Es ist eine Schande, dass dieses Land so leicht in die Hand anderer gegeben wurde. Warum? Meine Mission ist es zu sagen, dass der Irak mein Land ist und dass jeder irakische Christ stolz sein sollte, stolz auf sein Land. Der Irak, der zuvor ein Teil des Ottomanischen Reiches war, wurde im Verlauf des Ersten Weltkriegs von Großbritannien okkupiert. Der Irak erlangte 1932 seine Unabhängigkeit und wurde ein Königreich. Die arabische nationalistische Ba'ath-Partei übernahm 1958 die Macht, als die von den Briten installierte Monarchie gestürzt und die Republik ausgerufen wurde. Eine Reihe von Diktatoren regierte nun das Land. Der letzte war Saddam Hussein, der das Land mit eiserner Hand regierte und den Irak in mehrere verhängnisvolle Kriege hineinzog.
2003 wurde das totalitäre Regime von Saddam Hussein von US-geführten Truppen gestürzt. Heute leidet das Land unter bewaffneten Aufständen und gewaltsamen Konflikten um die Macht, die immer wieder unter den verschiedenen politischen Gruppen und Stämmen ausbrechen. Unsere Lage ist nicht gut. Weil wir keinen Frieden haben, gibt es keine Sicherheit. Jede Woche explodieren Autobomben. Gas oder andere Dinge, die explodieren und die armen Menschen töten. Deshalb verlassen die Menschen, die noch in Bagdad leben, diese schlimme Situation. Das Problem ist die Sicherheit. Es gibt ein Vakuum. Die Armee und die Polizei sind nicht in der Lage, die Menschen zu schützen. Sie sind nicht gut ausgebildet. Die Menschen sind Sektierer. Muslime sind für Muslime, Kurden für Kurden, Schiiten für Schiiten, Sunniten für Sunniten. Wenn es keine Sicherheit gibt, kann man nicht arbeiten. Und man ist immer in Gefahr. Dein Leben ist in Gefahr. Eine der schrecklichsten Tragödien, die die Christen des Irak als Folge des Sturzes von Saddam Hussein überkam, fand Ende Oktober 2010 in der syrisch-katholischen Kirche unserer lieben Frau von der Erlösung in Bagdad statt. Ein Video auf YouTube zeigt Bilder aufgenommen nach der Befreiung der Geiseln durch irakische Sicherheitskräfte. Bewaffnete Angreifer mit Verbindungen zu Al-Qaida nahmen 100 Besucher der Sonntagsmesse als Geiseln. Bei der Befreiungsaktion eröffneten die Terroristen das Feuer und zündeten mehrere Sprengsätze, die 58 Menschen töteten, unter ihnen die beiden Priester. Das ist Pfarrer Tiyar und das ist Pfarrer Wasim. Als die Terroristen in die Kirche eindrangen, ging Pfarrer Wasim auf sie zu und stand vor ihnen. Er fragte sie, warum wollt ihr uns töten? Weil wir an Gott glauben? Jeder von uns glaubt an einen Gott. Sie sagten, ihr seid Gotteslästerer. Als sie Pfarrer Tiyar umbringen wollten, versuchte dieser, die kleinen Kinder und die Frauen und auch die anderen, die in der Kirche waren, zu schützen. Ich sprach mit einigen von ihnen. Sie sagten, was wir erlebt haben, war schlimmer als die Hölle. Die Situation der Christen im Irak hat sich signifikant verschlechtert. Berichten aus 2010 zufolge gab es in den letzten 8 Jahren 71 Anschläge auf Christen. Meistens Bombenattentate, 44 in Bagdad und 19 in Mosul. An die 600 Christen wurden bei religiösen und politisch motivierten Attentaten getötet. Zu den Toten gehören 17 Priester. 2 Bischöfe wurden gekidnappt und einer der beiden, der Erzbischof von Mosul, starb in der Gefangenschaft. In den meisten Fällen wollen diejenigen, die für die Anschläge verantwortlich sind, das Land von den Christen befreien. Die Meinung hält sich, dass es Angriffe auf Christen gibt. Diese Angriffe führen dazu, dass man ernsthaft darüber nachdenkt, das Land zu verlassen. Es ist die Verantwortung der Regierung, mehr dagegen zu tun. Wir werden wieder und wieder die muslimischen Geistlichen dazu drängen, über diese Dinge mit ihren Leuten zu sprechen und ihnen klarmachen, dass diese Art von Handlungen und Attacken und Gewalt gegen die Menschlichkeit nicht das richtige Bild über den Islam abgeben. Was getan wurde, ist nicht genug. Im Nahen Osten gibt es eine Bewegung, die man den arabischen Frühling nennt. In Wirklichkeit aber ist es kein Frühling, denn hinter all dem steht durch die Slogans und die Aktionen
So etwas wie Fundamentalismus, Islamisierung. Sie versuchen auf diese Weise, einen islamischen Staat zu errichten, auf der Scharia zu errichten, so wie im 7. Jahrhundert. Und das ist sehr schlecht für uns. Das geht nicht. Wir sind im 21. Jahrhundert. Die Mentalität, die Tradition hat sich geändert. Auch die Welt hat sich verändert. Sie müssen sich in die Gesellschaft integrieren. Aber das wollen sie nicht, denn sie fürchten, ihre Identität zu verlieren. Das können wir nicht akzeptieren. Der einzige Maßstab sollte die Staatsbürgerschaft sein, nicht die Religion. Es gibt viele Religionen, Christen, Muslime, Jesiden, Shabak, Mandäer und so weiter. Die Gesellschaft ist heute pluralistisch. Wir können nicht nur eine Farbe haben. Die christliche Gemeinde von Mosul wurde nach dem Krieg fast völlig zerstört. Vor dem Fall von Saddam Hussein war Mosul die Heimat einer Vielzahl von Christen im Irak. Etwa 35.000 Christen lebten seit und seit mit Muslimen. Heute ist die Zahl auf etwa 3.000 zurückgegangen. Systematische Attacken wie der Bombenanschlag auf die chaldäische Bischofsresidenz haben diese alten Gemeinden in Trümmer gelegt. Die Christen in Mosul waren unaussprechlicher Gewalt ausgesetzt. Viele haben ihr Leben wegen ihres Glaubens verloren. Ein junger Priester, Rachid Ghani, wurde 2007 in der Nähe seiner Kirche niedergeschossen. Im März 2008 wurde der Vorgänger von Erzbischof Nona gekidnappt und von islamistischen Extremisten hingerichtet. Pfarrer Pius Afas, geboren und aufgewachsen in Mosul, und ein weiterer Priester wurden 2007 von 4 jungen Männern mit Waffengewalt entführt. Das Erste, was wir taten, wir haben uns gegenseitig die Absolution erteilt. Für meinen jungen Freund war das seine erste Absolution. Und auch ich habe ihm die Absolution gegeben, als Vorbereitung auf den Tod. Danach waren wir in einer solch tiefen inneren Verfassung, dass wir ganz ruhig wurden. Pfarrer Afas und sein Mitbruder wurden nach 9 Tagen freigelassen, nachdem ein Lösegeld gezahlt wurde. Geld ist aber nicht das Hauptmotiv für die Gräueltaten an Christen in Mosul. Es gibt Gruppen islamischer Fundamentalisten, die Mosul und den Irak als islamisches Gebiet betrachten. Sie wollen auf diesem Gebiet keine andere Religion. Deshalb werden Christen verfolgt. Und sogar getötet. Die Residenz des Erzbischofs wurde in ein kleines Einfamilienhaus verlegt, nachdem sie 2004 durch eine Bombe zerstört worden war. Die Straßen, die dorthin führen, sind verbarrikadiert und Militärposten bewachen jeden Eingang. Erzbischof Nona lebt hier mit 4 Priestern. Es gibt viele Leute, die mich fragen, sind Sie noch immer in Mosul? Ich sage ja, wegen meines Glaubens, meiner Gefühle und meiner Aufgabe. Ich spüre das Bedürfnis der Menschen, einen Priester zu haben. Unsere Präsenz gibt den Menschen Kraft und erfüllt ihre Herzen mit Trost und Mut. Das erlebe ich, wenn ich die Menschen besuche, in jeder Kirche, wohin ich auch komme. Erzbischof Nona und seinen Priestern fällt es schwer, über die Zukunft zu sprechen. Ihr Auftrag ist es, den Menschen Hoffnung zu geben, indem sie bleiben, trotz der Bedrohung und der Gewalt. Die Wurzel der Hoffnung ist der Glaube.
Unser christlicher Glaube gibt uns Hoffnung, wo Schmerz ist. In der Dunkelheit gibt es immer ein Licht. Es gibt immer Hoffnung. Wir sind voller Hoffnung, dass der Herr mit uns ist, dass unser Leben als Christen und unser Glaube diese Opfer verdient. Unser christlicher Glaube, unser Glaube ist, so wie wir es verstehen, unser Ein und Alles. Die Emigration der letzten 10 Jahre hat diese friedfertige Minderheit im Irak sehr geschwächt. Obwohl Christen etwa 2% der Bevölkerung ausmachen, geht aus den Berichten der UN-Flüchtlingskommission hervor, dass 40% der 1,6 Millionen irakischen Flüchtlinge Christen sind. Daher ist die Zahl von ungefähr 900.000 vor der Invasion auf heute ungefähr 200.000 gefallen. Amman, Hauptstadt des haschemitischen Königreichs Jordanien, wurde zum sicheren Hafen für viele Christen, die ein Zuhause außerhalb des Iraks suchten. Familien warten hier Monate und oft Jahre, um nach Amerika oder in den Westen auszuwandern. Die Lebensbedingungen sind sehr einfach und Arbeit ist schwer zu finden. Pfarrer Khalil Yar leitet die Messengers of Peace, eine katholische Nichtregierungsorganisation, die irakischen Familien während der Übergangszeit hilft, ungeachtet ihrer Konfession. Mit Spenden, die bei den Sonntagsmessen gesammelt werden, kann er wöchentlich rund 50 Familien mit Essenspaketen versorgen. Es ist sehr schwierig. Sie leben in Angst, denn sie wissen, dass sie jederzeit in den Irak zurückgeschickt werden können. Und zurückgeschickt zu werden, bedeutet den Tod. Sie haben alles in Bagdad zurückgelassen. Diese Menschen leiden wirklich. Das Wichtigste für mich ist, diese Familien zu unterstützen. Dein Glaubensbruder leidet und sie brauchen deine Hilfe. Sie brauchen deine Hilfe, dein Gebet, sie brauchen deine Unterstützung. Meine Sorge ist, dass diejenigen, die das Land verlassen, es riskieren, ihre Identität zu verlieren, denn hier haben sie ihre Kultur, ihre Wurzeln, ihre Sprache. Die chaldäische Kirche hat ihr Patriarchat im Irak. Deshalb frage ich mich, ob diese Diaspora die Identität dieser Kirchen aufrechterhalten kann. Eine, zwei, vielleicht drei Generationen, aber länger? Diejenigen, die im Irak geblieben sind, sind Flüchtlinge im eigenen Land. Die autonome Region Kurdistan im Norden ist ein sicherer Hafen für viele Katholiken aus den Ballungsräumen Bagdad, Mosul und Basra. In den letzten Jahren entstanden überall auf dem Land neue Dörfer wie Davudia. Hier genießen die Christen größere Sicherheit und haben einfache Häuser, aber nicht viel mehr. Die meisten Familien hier im Dorf kommen aus Bagdad. Nach den Unruhen sind sie aus Bagdad gekommen. Es war sehr schwer, dort zu überleben. Die meisten sind hierher nach Davudia gekommen. Leider gibt es hier keine Arbeit, nichts zum Leben. Viele, die kamen, haben das Land verlassen, um ein besseres Leben zu haben. Aber wir wollen nicht, dass sie weggehen. Man möchte, dass sie bleiben und hier arbeiten, denn es ist ihr Dorf, ihr Land, ihre Heimat. Die Familien, die aus den Ballungsräumen wie Mosul oder Bagdad geflohen sind, haben es schwer, hier auf dem Land über die Runden zu kommen, wo Landwirtschaft und die nötigen Fähigkeiten eine wichtige Lebensgrundlage sind. Viele Familien werden diesen Hafen wegen der besseren wirtschaftlichen Möglichkeiten im Westen wieder verlassen. Arbil, die Hauptstadt von Kurdistan, hat seit 2003 die größte Anzahl von Christen aufgenommen.
Das Gebiet hat einen großen Aufschwung erlebt. Die Sicherheit ist kein Problem und die Familien, die hierher kamen, hatten gute Aussichten auf Arbeit. Die christliche Bevölkerung in Ankawa, einem Vorort von Arbil, stieg zuletzt von knapp 8.500 Mitte der 90er Jahre auf mehr als 25.500. Bis 2003 war das eine normale Diözese mit 1.500 Familien. Nach 2004, als die Gewalt gegen Christen in Bagdad, Mosul, Kirkuk und Basra aufflammte, flohen viele in die Randprovinzen des Landes und seither ist es eine wachsende Diözese. Die massive Auswanderung hat uns unter pastoralen Druck gebracht. Wir sehen die Notwendigkeit von zumindest 3 neuen Kirchen. Wir haben mit dem Bau einer Grundschule begonnen und hoffen, dass wir später mit einer weiterführenden Schule fortfahren können. Gleichzeitig versuchen wir, die katholische Soziallehre umzusetzen. Wir würden gerne mit dem Bau des Adi Abina Krankenhauses beginnen, das den Menschen hier in der Umgebung eine angemessene medizinische Versorgung bieten soll. Für die Christen, die trotz ständiger Todesgefahr ihrer Heimat treu bleiben, gibt die Hoffnung Kraft, dass der Irak den Konflikt und die Spaltungen überwinden wird. Diese Hoffnung spiegelt sich in den Bemühungen der Führung der Kirche wider, den christlich-muslimischen Dialog zu fördern und eine Kultur der Vielfalt und des gegenseitigen Respektes zu fördern. Ich war berührt davon, wie man uns hier in Bashika empfangen hat. Ich fand mich wieder umgeben von Gesichtern, die nicht nur Christen waren, nicht nur die von Syrern, Orthodoxen oder Katholiken. Vielmehr sah ich in die großen Gesichter von Jesiden und muslimischen Geistlichen, und das nicht nur vor der Kirche, sondern auch in der Kirche, wo sie eine kleine Zeremonie für mich abhielten. Wir haben gute Beziehungen mit den Imamen, den Verantwortlichen in Religion und Politik. Wir helfen allen Gruppen, sich zusammenzusetzen und in Dialog zu treten und nicht gegeneinander zu kämpfen. Während des Ramadan gebe ich ein Essen für mehr als 200 Leute, geistliche Autoritäten und andere. Sie kommen zusammen und sprechen miteinander. Das ist außerhalb der Kirche nicht möglich. Der Bürgermeister der Stadt hat sogar gesagt, das Einzige, was uns helfen und vereinen kann, ist die Kirche. Ich bin Optimist, obwohl die Situation nicht klar ist, obwohl unsere Umgebung nicht wirklich friedlich ist. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass das Land sich erholt und das Gute wiederentdeckt, das in unserem Land steckt. Es gibt Leute, die daran mit aller Ernsthaftigkeit arbeiten, dass die Würde und das Wachstum zurückkehren, damit die Menschen ein besseres und freudvolles Leben haben. Ich bleibe, was das betrifft, ein Optimist. Die Christen hier sollten mit allen in Kontakt bleiben, um Sauerteig für das Brot oder Licht in der Dunkelheit zu sein, um ein gutes Beispiel abzugeben. Niemand auf der Welt, ob er oder sie, der seine Mutter leiden sieht, würde nicht etwas für sie tun. Ich möchte etwas tun für die Kirche, denn sie ist meine Mutter. Die Hoffnung, die mich weitergehen lässt, ist die Hoffnung aus der Auferstehung. Diese Hoffnung lässt mich mein Leben positiv sehen.
selbst wenn es viele negative Dinge in meinem Leben gibt. Die Hoffnung der Auferstehung verwandelt alle negativen Dinge in positive Dinge. Heute mehr als je zuvor braucht die leidende Kirche des Irak die Unterstützung der Welt, um diesen nie zuvor dagewesenen Exodus zu überleben. Der Mut und die Entschlossenheit derer, die zurückbleiben, um an einer friedvollen Zukunft zu bauen, geben Zeugnis von dem starken Glauben, der Tausende überlebt hat. Es ist wenig bekannt, dass der heutige notleidende Irak ein herausragendes biblisches Erbe besitzt. Die Apostel Thomas und Thaddäus brachten im ersten Jahrhundert den Assyrern das Christentum. Als sich der Glaube verbreitete, wuchsen in der mesopotamischen Tiefebene tausende Kirchen und Klöster. Im 5. Jahrhundert, als theologische Fragen die junge Kirche in Ost und West spalteten, reisten syrischsprachige Missionare entlang der Handelsrouten bis in den fernen Osten nach Indien und China, um dort das Evangelium zu bringen. Der Irak war auch Heimat des jüdischen Glaubens. In Al-Kosch wurden die Überreste des alttestamentlichen Propheten Nahum von den Einwohnern der Stadt gehütet. Bis 1948 kamen jüdische Pilger aus Jerusalem, um die Städte zu besuchen. Hoch über Al-Kosch erhebt sich das Kloster des Rabban Hormizd, ein Zeugnis für das christliche Erbe des Irak. Der Mönch Hormizd gründete das Kloster 640 vor Christus. In seiner Blütezeit beherbergte es fast 500 Mönche. Die Zellen wurden an nahezu unzugänglichen Stellen aus dem Felsen gehauen. Das Kloster ist ein wichtiger Ort für die chaldäische Kirche. Nach der muslimischen Eroberung von Persien und Byzanz im 7. Jahrhundert spielten viele Christen als Doktoren und Gelehrte eine wichtige Rolle. Eine der herausragenden Figuren in der aufstrebenden muslimischen Welt war Timotheus I., der Patriarch der Ostkirche. Er mischte sich oft unter die Gelehrten am Hof des Kalifen und half mit, die Bibliothek des berühmten Hauses der Weisheit in Bagdad zu füllen, mit Übersetzungen medizinischer und wissenschaftlicher Schriften, als auch mit Übersetzungen von Aristoteles und anderen antiken Gelehrten. Als mongolische Horden im 13. Jahrhundert das Gebiet verwüsteten, hatten die Christen darunter zu leiden. Es wurde zu ihrem Kreuzweg. Die Verfolgung und regelrechte Massaker wurden häufiger und in den folgenden Jahrhunderten wurde Mosul. Es gibt Gruppen islamischer Fundamentalisten, die Mosul und den Irak als islamisches Gebiet betrachten.
Sie wollen auf diesem Gebiet keine andere Religion. Deshalb werden Christen verfolgt und sogar getötet. Die Residenz des Erzbischofs wurde in ein kleines Einfamilienhaus verlegt, nachdem sie 2004 durch eine Bombe zerstört worden war. Die Straßen, die dorthin führen, sind verbarrikadiert und Militärposten bewachen jeden Eingang. Erzbischof Nona lebt hier mit 4 Priestern. Es gibt viele Leute, die mich fragen, sind Sie noch immer in Mosul? Ich sage ja, wegen meines Glaubens, meiner Gefühle und meiner Aufgabe. Ich spüre das Bedürfnis der Menschen, einen Priester zu haben. Unsere Präsenz gibt den Menschen Kraft und erfüllt ihre Herzen mit Trost und Mut. Das erlebe ich, wenn ich die Menschen besuche, in jeder Kirche, wohin ich auch komme. Erzbischof Nona und seinen Priestern fällt es schwer, über die Zukunft zu sprechen. Ihr Auftrag ist es, den Menschen Hoffnung zu geben, indem sie bleiben, trotz der Bedrohung und der Gewalt. Die Wurzel der Hoffnung ist der Glaube. Unser christlicher Glaube gibt uns Hoffnung, wo Schmerz ist. In der Dunkelheit gibt es immer ein Licht. Es gibt immer Hoffnung. Wir sind voller Hoffnung, dass der Herr mit uns ist, dass unser Leben als Christen und unser Glaube diese Opfer verdient. Unser christlicher Glaube, unser Glaube ist, so wie wir es verstehen, unser Ein und Alles. Die Emigration der letzten 10 Jahre hat diese friedfertige Minderheit im Irak sehr geschwächt. Obwohl Christen etwa 2% der Bevölkerung ausmachen, geht aus den Berichten der UN-Flüchtlingskommission hervor, dass 40% der 1,6 Millionen irakischen Flüchtlinge Christen sind. Daher ist die Zahl von ungefähr 900.000 vor der Invasion auf heute ungefähr 200.000 gefallen. Amman, Hauptstadt des haschemitischen Königreichs Jordanien, wurde zum sicheren Hafen für viele Christen, die ein Zuhause außerhalb des Irak. Nach der muslimischen Eroberung von Persien und Byzanz im 7. Jahrhundert spielten viele Christen als Doktoren und Gelehrte eine wichtige Rolle. Eine der herausragenden Figuren in der aufstrebenden muslimischen Welt war Timotheus I., der Patriarch der Ostkirche. Er mischte sich oft unter die Gelehrten am Hof des Kalifen und half mit, die Bibliothek des berühmten Hauses der Weisheit in Bagdad zu füllen, mit Übersetzungen medizinischer und wissenschaftlicher Schriften, als auch mit Übersetzungen von Aristoteles und anderen antiken Gelehrten. Als mongolische Horden im 13. Jahrhundert das Gebiet verwüsteten, hatten die Christen darunter zu leiden. Es wurde zu ihrem Kreuzweg. Die Verfolgung und regelrechte Massaker wurden häufiger und in den folgenden Jahrhunderten wurde unter einem dominanten Islam aus dieser frühen Gemeinschaft zunehmend eine Minderheit. Nimmt man eine Handvoll Erde, dann riecht man förmlich das Blut unserer Gläubigen. Es ist eine Schande, dass dieses Land so leicht in die Hand anderer gegeben wurde. Warum? Meine Mission ist es zu sagen, dass der Irak mein Land ist und dass jeder irakische Christ stolz sein sollte, stolz auf sein Land. Der Irak, der zuvor ein Teil des Ottomanischen Reiches war, wurde im Verlauf des Ersten Weltkriegs von Großbritannien okkupiert. Der Irak erlangte 1932 seine Unabhängigkeit und wurde ein Königreich. Die arabische nationalistische Ba'ath-Partei übernahm 1958 die Macht, als die von den Briten installierte Monarchie gestürzt und die Republik ausgerufen wurde. Eine Reihe von Diktatoren regierte nun das Land. Der letzte war Saddam Hussein, der das Land mit eiserner Hand regierte und den Irak in mehrere verhängnisvolle Kriege hineinzog.
2003 wurde das totalitäre Regime von Saddam Hussein von US-geführten Truppen gestürzt. Heute leidet das Land unter bewaffneten Aufständen und gewaltsamen Konflikten um die Macht, die immer wieder unter den verschiedenen politischen Gruppen und Stämmen ausbrechen. Unsere Lage ist nicht gut. Weil wir keinen Frieden haben, gibt es keine Sicherheit. Jede Woche explodieren Autobomben, Gas oder andere Dinge, die explodieren und die armen Menschen töten. Deshalb verlassen die Menschen, die noch in Bagdad leben, diese schlimme Situation. Die Tradition hat sich geändert. Auch die Welt hat sich verändert. Sie müssen sich in die Gesellschaft integrieren. Aber das wollen sie nicht, denn sie fürchten, ihre Identität zu verlieren. Das können wir nicht akzeptieren. Der einzige Maßstab sollte die Staatsbürgerschaft sein, nicht die Religion. Es gibt viele Religionen, Christen, Muslime, Jesiden, Shabak, Mandäer und so weiter. Die Gesellschaft ist heute pluralistisch. Wir können nicht nur eine Farbe haben. Die christliche Gemeinde von Mosul wurde nach dem Krieg fast völlig zerstört. Vor dem Fall von Saddam Hussein war Mosul die Heimat einer Vielzahl von Christen im Irak. Etwa 35.000 Christen lebten seit und seitdem mit Muslimen. Heute ist die Zahl auf etwa 3.000 zurückgegangen. Systematische Attacken wie der Bombenanschlag auf die chaldäische Bischofsresidenz haben diese alten Gemeinden in Trümmer gelegt. Die Christen in Mosul waren unaussprechlicher Gewalt ausgesetzt. Viele haben ihr Leben wegen ihres Glaubens verloren. Ein junger Priester, Rachid Ghani, wurde 2007 in der Nähe seiner Kirche niedergeschossen. Im März 2008 wurde der Vorgänger von Erzbischof Nona gekidnappt und von islamistischen Extremisten hingerichtet. Pfarrer Pius Afas, geboren und aufgewachsen in Mosul, und ein weiterer Priester wurden 2007 von 4 jungen Männern mit Waffengewalt entführt. Das Erste, was wir taten, wir haben uns gegenseitig die Absolution erteilt. Für meinen jungen Freund war das seine erste Absolution und auch ich habe ihm die Absolution gegeben, als Vorbereitung auf den Tod. Danach waren wir in einer solch tiefen inneren Verfassung, dass wir ganz ruhig wurden. Pfarrer Afas und sein Mitbruder wurden nach 9 Tagen freigelassen, nachdem ein Lösegeld gezahlt wurde. Geld ist aber nicht das Hauptmotiv für die Gräueltaten an Christen in Mosul. Es gibt Gruppen islamischer Fundamentalisten, die Mosul und den Irak als islamisches Gebiet Hoffnung zu geben, in dem sie bleiben, trotz der Bedrohung und der Gewalt. Die Wurzel der Hoffnung ist der Glaube. Unser christlicher Glaube gibt uns Hoffnung, wo Schmerz ist. In der Dunkelheit gibt es immer ein Licht. Es gibt immer Hoffnung. Wir sind voller Hoffnung, dass der Herr mit uns ist, dass unser Leben als Christen und unser Glaube diese Opfer verdient. Unser christlicher Glaube, unser Glaube ist, so wie wir es verstehen, unser Ein und Alles. Die Emigration der letzten 10 Jahre hat diese friedfertige Minderheit im Irak sehr geschwächt. Obwohl Christen etwa 2% der Bevölkerung ausmachen, geht aus den Berichten der UN-Flüchtlingskommission hervor, dass 40% der 1,6 Millionen irakischen Flüchtlinge Christen sind.
Daher ist die Zahl von ungefähr 900.000 vor der Invasion auf heute ungefähr 200.000 gefallen. Amman, Hauptstadt des haschemitischen Königreichs Jordanien, wurde zum sicheren Hafen für viele Christen, die ein Zuhause außerhalb des Iraks suchten. Familien warten hier Monate und oft Jahre, um nach Amerika oder in den Westen auszuwandern. Die Lebensbedingungen sind sehr einfach und Arbeit ist schwer zu finden. Pfarrer Khalil Yar leitet die Messengers of Peace, eine katholische Nichtregierungsorganisation, die irakischen Familien während der Übergangszeit hilft, ungeachtet ihrer Konfession. Mit Spenden, die bei den Sonntagsmessen gesammelt werden, kann er wöchentlich rund 50 Familien mit Essenspaketen versorgen. Es ist sehr schwierig. Sie leben in Angst, denn sie wissen, dass sie jederzeit in den Irak zurückgeschickt werden können. Und zurückgeschickt zu werden, bedeutet den Tod. Sie haben alles in Bagdad zurückgelassen. Diese Menschen leiden wirklich. Das Wichtigste für mich ist, diese Familien zu unterstützen. Dein Glaubensbruder leidet und sie brauchen deine Hilfe. Sie brauchen deine Hilfe, dein Gebet, sie brauchen deine Unterstützung. Meine Sorge ist, dass diejenigen, die das Land verlassen, es riskieren, ihre Identität zu verlieren, denn hier haben sie ihre Kultur, ihre Wurzeln. Neben der muslimischen Welt war Timotheus der Erste, der Patriarch der Ostkirche. Er mischte sich oft unter die Gelehrten am Hof des Kalifen und half mit, die Bibliothek des berühmten Hauses der Weisheit in Bagdad zu füllen, mit Übersetzungen medizinischer und wissenschaftlicher Schriften, als auch mit Übersetzungen von Aristoteles und anderen antiken Gelehrten. Als mongolische Horden im 13. Jahrhundert das Gebiet verwüsteten, hatten die Christen darunter zu leiden. Es wurde zu ihrem Kreuzweg. Die Verfolgung und regelrechte Massaker wurden häufiger, und in den folgenden Jahrhunderten wurde unter einem dominanten Islam aus dieser frühen Gemeinschaft zunehmend eine Minderheit. Nimmt man eine Handvoll Erde, dann riecht man förmlich das Blut unserer Gläubigen. Es ist eine Schande, dass dieses Land so leicht in die Hand anderer gegeben wurde. Warum? Meine Mission ist es zu sagen, dass der Irak mein Land ist und dass jeder irakische Christ stolz sein sollte, stolz auf sein Land. Der Irak, der zuvor ein Teil des Ottomanischen Reiches war, wurde im Verlauf des Ersten Weltkriegs von Großbritannien okkupiert. Der Irak erlangte 1932 seine Unabhängigkeit und wurde ein Königreich. Die arabische nationalistische Ba'ath-Partei übernahm 1958 die Macht, als die von den Briten installierte Monarchie gestürzt und die Republik ausgerufen wurde. Eine Reihe von Diktatoren regierte nun das Land. Der letzte war Saddam Hussein, der das Land mit eiserner Hand regierte und den Irak in mehrere verhängnisvolle Kriege hineinzog. 2003 wurde das totalitäre Regime von Saddam Hussein von US-geführten Truppen gestürzt. Heute leidet das Land unter bewaffneten Aufständen und gewaltsamen Konflikten um die Macht, die immer wieder unter den verschiedenen politischen Gruppen und Stämmen ausbrechen. Unsere Lage ist nicht gut. Weil wir keinen Frieden haben, gibt es keine Sicherheit. Jede Woche explodieren Autobomben, Gas oder andere Dinge, die explodieren und die armen Menschen töten. Deshalb verlassen die Menschen, die noch in Bagdad leben, diese schlimme Situation. Das Problem ist die Sicherheit. Es gibt ein Vakuum. Die Armee und die Polizei sind nicht in der Lage, die Menschen zu schützen. Sie sind nicht gut ausgebildet.